Esther, Auriga Epsilon 5, Typ, Solteran, Punkt 98. Einheimische Spezies, menschlich, unbestimmten Grades. Föderationsstatus, Zertifizierung anhängig. Esther ist der einzige bewohnte Planet des Systems. Erstkontakt von Auriga Phi, 3010 Sternzeit. Kulturell damals auf Stand der terranischen griechischen Stadtstaaten. Weltraumhandelsroute eingerichtet, 3100 Sternzeit. Estanische Studenten an der Galphad University. Keine permanente Abwanderung. Fortschritte bei Leichtmetallgewinnung und Maschinenbau. Gesellschaft, Bevölkerungskonzentration rund um den Raumhafen. Regierungsform, Oligarchie. Keine bekannten Kriege, außer sporadischen Zwischenfällen mit Nomadenstämmen im Hinterland. MacDoras Landefähre bringt uns nach unten. Pax schwebt zu mir, um aus dem Bordfenster zu schauen. Was ist das, Ian? In den Hügeln unter uns blitzen Farben auf. Ein Karneval? Rot, lila, orange. Ein verstecktes Dorf? Schau dir die winzigen Menschen an. Du meinst menschenähnlich, Pax. Was auch immer. Ja, was auch immer. Wir sind gleich da. Festhalten! Da vorne ist der Raumhafen. Ja, und dann bis in einem halben Jahr, Doc. Viel Glück. Danke, MacDora. Ja, bis in einem halben Jahr. Ja. Ab jetzt mit euch. Komm, mach das ich gehe ja schon. Als die Ausstiegsluken aufgehen, sehen wir eine menschenähnliche Gestalt in einer mattgoldenen Uniform aus einem Rollo-Car steigen. Willkommen auf Estar, Reshvidi. Danke. Wegen der Menschenähnlichkeit bin ich hier. Okay! Ja, bis in einem halben Jahr. Hallo! Reshvidi Ovancha hat diesen kultivierten Akzent, den man an der Galphad erwirbt. Er hat dieselbe Anzahl an Fingern und Gliedmaßen wie wir. Seine Haut ist eine milchige Version unserer. Runde Augen und ein Lächeln, das menschliche Zähne mit einem zusätzlichen Schneidezahnpaar entblößt. Alles ziemlich normal, außer dass sein Rumpf ein wenig massiv wirkt. Warte, bis wir die Frauen sehen, sage ich mir. Pax denkt wahrscheinlich das Gleiche. Alle jungen Agenten empfinden es als ungerecht, dass ausgerechnet solche monogamen, mittelalten Kerle wie ich mit der Erforschung des Geschlechtslebens von Aliens beauftragt werden. Der erste Agent, der vor 100 Jahren nach Esther geschickt wurde, war ein Typ namens Harkness, mit einer Schwäche für im Labor zusammengebraute Substanzen. Die empfindsamen Estanier waren wenig erfreut, als ein Flügel ihrer neuen Universität zusammen mit ihm in die Luft flog. Nach den Ermittlungen und dem Wiederaufbau wurden die Estanier ans Ende der Sektorenliste gesetzt. 100 Jahre später überredete Auriga Sektor die Estanier, die Untersuchung durch ein neues, garantiert nicht explosives Team der interplanetarischen Prüfbehörde zuzulassen. Dieses Team sind wir beide. Pax Patton, Mineraloge und Stratigraph, und ich, Ian Sjudloff, offiziell Ökologe, inoffiziell Zertifizierungsoffizier. Dein haploides Herz von James Tiptree Jr. Aus dem Amerikanischen von Andrea Stumpf.
Warum umgibt euch Zertifizierungsoffiziere eigentlich immer sowas Mysteriöses? Naja, wegen dem Mysterium eben. Man vergisst leicht, wie viel Energie, Geld und Blut wegen dem Umstand verschwendet wurden, dass menschliche Spezies über die gesamte Galaxie verteilt sind. Religionen, Wissenschaften, ganze Planeten haben sich deswegen in die Haare gekriegt. Woher stammen wir? Sind wir eine statistische Spitze, irgendein evolutionäres Durchschnittsprodukt? Oder sind wir die Saat aus einem einzigen Samenkorn und wurden über die gesamte Galaxie ausgebracht? Aber warum diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen, Ian? Eine neue Spezies kann ganz schön sauer werden, wenn sie nicht als menschlich zertifiziert wird. Wir wissen, dass das keine Bedeutung hat. Wir haben Leute in Spitzenpositionen bei der Föderation, die aussehen wie verlorene Eier. Aber versucht das mal einem neu entdeckten, stolzen, verängstigten Humanoiden zu erklären. Hängt das Menschsein im Grunde nicht von der Kultur ab? Also von gemeinsamen kulturellen Werten? Mit Menschsein hat das nichts zu tun. Letztlich lässt sich das Menschsein auf eine banale Kleinigkeit reduzieren. Paarweise Fortpflanzung. Das ist aber eine ziemlich beschränkte Vorstellung. Beschränkt? Entscheidend. Schau dir die praktischen Folgen an. Wenn wir uns mit einer nichtmenschlichen Spezies einlassen, egal wie nett sie sind und wie normal sie daherkommen, werden sich die beiden Gruppen bis ans Ende ihrer Tage nicht miteinander vermischen. Kein Problem. Aber wenn wir auf eine menschliche Spezies treffen, selbst wenn sie wie Alligatoren aussehen, und das tun manche, werden alle Gene in den menschlichen Genpool gespült. Dagegen kannst du so viele Gesetze erlassen, wie du willst. Als wir uns einem palastähnlichen estanischen Gästehaus nähern, kommt ein Trupp Bediensteter angelaufen, die sich um unser Gepäck kümmern. Danke, danke. Das ist ja riesig. Ah, das ist das Haus eines Cousins, der gerade auf See ist. Ich hoffe, Sie werden sich wohlfühlen, Reshvidi. Wir werden uns gewiss wohlfühlen, Reshvidovansha. Einen solchen Luxus hätten wir nicht erwartet. Warum denn nicht? Alle zivilisierten Menschen wissen doch dieselben Annehmlichkeiten zu schätzen. Kommen Sie, ich bringe Sie zur Universität, wo Sie unser Ältestenrat erwartet. Sieht aus wie der Galfat Campus vor dem Blumentanz. Ach, der Blumentanz. Wunderbar. Kennen Sie Professor Flannery und Dr. Groot? Nein, leider nicht. Von Flannery habe ich gehört. Aber Groot? Großartige Männer. Aber ich fürchte, das war vor ihrer Zeit. Wir Estanier erfreuen uns eines sehr langen Lebens. Estar ist eine sehr gesunde Welt. Willkommen. Wir hoffen, Sie fühlen sich hier wie zu Hause, Reshvidi. Das werden wir. Warum nicht? Kommen Sie, Sie müssen unsere Labors sehen. Die Labors sind sehr gut ausgestattet. Und am Abend sind Zeitplan und Ansprechpartner geklärt. Müssen wir zu diesen ganzen Empfängen? Einer von uns beiden wird wohl müssen. Du kannst aber erstmal ins Gelände. Während du dich um die Fortpflanzung kümmerst. Sag mal Ihnen, wie machst du das eigentlich? Äußerst behutsam. Bis man die bestehenden Tabus kennt, ist es eine ziemlich kitzelige Angelegenheit. Stell dir mal vor, wie hätte man zum Beispiel im viktorianischen England auf zwei Aliens reagiert, die einen Blick auf die Geschlechtsorgane der Leute werfen und eine Probe von den Eierstöcken einer jungen Frau nehmen wollen? Aber die Leute hier sind doch ziemlich aufgeklärt. Einem meiner Freunde haben solche aufgeklärten Leute beide Füße abgehackt. 3 Wochen später bin ich immer noch auf der Suche. Nicht, dass ich keine estanischen Frauen gesehen hätte. Bei Dinners, Mittagessen, Familienpicknicks, selbst auf einer Exkursion. An der hatten 2 Meeresbiologinnen teilgenommen. Beziehungsweise das, was auf Esther als Biologin gilt. Die Leute sammeln Kuriositäten und untersuchen völlig unsystematisch das, worauf sie gerade Lust haben. Meine estanischen Damen sind so wie alle hier. Charmant, kräftig und gesund. Aber habe ich wirklich Frauen gesehen? Auf fortschrittlichen Planeten geht man diese Sache normalerweise mit Hilfe der medizinischen Fakultäten an. Aber Ovansha hat recht, die Estanier sind außerordentlich gesund.
Mit Medizin, so stelle ich fest, ist die Pathologie des Alterns gemeint. Arthritis, Arteriosklerose und ähnliches. Schließlich schickt er mich zu einem Arzt, der nach einigem Zögern den Leichnam einer alten Arbeiterin herausrückt, die an einem Herzstillstand gestorben ist. In mittleren Jahren war sie offenbar wegen eines Leistenbruchs operiert worden. Wer hat diese Operation vorgenommen, Reshvit Khorzada? Das ist nicht von einem Arzt gemacht worden. Ich würde gerne mit demjenigen sprechen, der die Operation durchgeführt hat. Aber das... Außerdem würde ich gerne einen der Ärzte kennenlernen, die dabei sind, wenn neues Leben zur Welt kommt. Aber dafür brauchen wir keine Ärzte. Dafür haben wir hier bestimmte Frauen. Offensichtlich ist die Geburt ein so großes Tabu, dass Sie nicht darüber sprechen dürfen. Ich glaube, ich bin auch über ein Tabu gestolpert. Erinnerst du dich an das Dorf, das wir bei unserer Ankunft überflogen haben? Gestern Abend habe ich Ovanchas Frau danach gefragt. Und sie hat gesagt, in dem Dorf leben die Flen. Sie sagte, sie seien dumm oder klein. Ich habe gefragt, ob sie kindisch meint. Und dann hat sie die Kinder rausgeschickt. Vielleicht haben sie irgendeine Sprechblockade, was dieses Thema angeht. Kind, Säugling, Geburt. Nein, es hat mit diesen Flen zu tun. Heute war ich bei der Geosynklinale hinter dem Hafen und habe aus dem Dorf Musik gehört. Gerade als ich mich auf den Weg machen will, kommt Ovancha und sagt, ich soll umkehren. Es würde dort eine Krankheit grassieren. Eine Krankheit? Du hast recht, Pex. Irgendwas stimmt hier nicht. Die nächsten beiden Wochen verhalten wir uns mustergültig. Pex fertigt ein Küstenprofil an und ich vergrabe mich in Routine-Taxonomien. Eine meiner Aufgaben besteht darin, anhand des estanischen Datenmaterials einen Überblick über die einheimischen Lebensformen zu erstellen. Unter einem Packen armseliger Präparate von Rädertierchen entdecke ich die Arbeit von Harkness. Mir war mitgeteilt worden, dass sämtliche Daten von Harkness zusammen mit ihm in die Luft geflogen sind. Man fand nur eine Notiz von ihm auf einem Papierfetzen in einem Abflussrohr. In großen, zittrigen Buchstaben stand da Muski. Sie sind wunderschön. Muski sind bekanntlich terrestrische Moose. Es sei denn, er hat eine Abkürzung für Muskide, Fliegen, benutzt. Wunderschöne Moose? Wunderschöne Fliegen? Klar, Harkness war ein Säufer. Aber im nüchternen Zustand war er auch ein erstklassiger Xenobiologe. Aufgeregt lese ich auch die anderen kurzen Notizen, die ich finde. Harkness hatte etwas entdeckt. Über der Suche nach tierischen Proben, mit denen ich das erstaunliche Bild komplettieren kann, tritt mein Problem, mir menschliche Gameten beschaffen zu müssen, in den Hintergrund. Die Belohnung für unser mustergültiges Betragen erreicht uns eines Morgens in Gestalt Ovanchas. Reshvidi, vielleicht haben Sie Lust, heute das Flendorf zu besuchen. Was, so plötzlich? Natürlich. Sehr gerne, Reshvit Ovancha. Kommen Sie, wir nehmen mein Rollocar. Wir rollen am Raumhafen vorbei über eine blumenübersäte Hügelkette. Unvermittelt tauchen in leuchtenden Farben gestrichene Lehmmauern auf. Wo sind Sie denn? Sie sind sehr scheu. Außerdem haben Sie sehr unter der Krankheit gelitten. Ich dachte, Sie kennen hier keine Krankheiten. Hex. Wir nicht. Sie allerdings schon. So wie Sie leben. Unvernünftig und ungesund. Sie werden nicht alt. Wir versuchen, Ihnen zu helfen, aber... Wir erreichen einen Hof, über den sich ein verschlissener Baldachin spannt. Darunter sitzen ein Dutzend zierliche, alte Leute. Sie sehen ja selbst. Unter den bunten Umhängen sind knochige Hüften und Rippen zu erkennen. Traurig. Ist das die Krankheit? Plötzlich platzt ein Schwarm Kinder in die Stille. Oh, das sind die...
Es ist wohl besser, wir gehen. Dann bitte. Ovancha ist grün im Gesicht, als er uns zurück zum Rolo-Car führt. Aber Pex hat noch was vor. Ich bin gleich wieder da. Nein, aber... Ja. Rishvit Patton, wartet! Rishvit! Pex, was soll denn das? Ich folge ihnen um eine Ecke und will Pex schon hinterherrufen, als aus einer Mauer neben mir eine Seidenwolke hervorschießt. Was willst du? Etwas Winziges, Elektrisierendes ergreift meine Hand. Psst! Ein Mädchen. Hier, nimm. Etwas wird mir in die Faust geschoben. Weg ist sie. Auf dem Platz stoße ich wieder auf Pex und Ovancha. Pex steht stocksteif da. Ovancha ist immer noch bleich. Sie mögen Musik? Ja. Allerdings nennen es nicht alle Musik. Es ist sehr rau, sehr wild. Aber ich finde, es hat seinen Charme. Ja? Finden Sie das? Zurück in unserer Villa sehe ich, wie Pex den Mund öffnet und ziehe ihn zu einem Springbrunnen. Die Flem... Leise! Das sind Menschen, Ian. Die Flem sind die, die du dir ansehen solltest. Nicht diese glotzäugigen Marshmallows. Ich hatte denselben Eindruck. Die haben vor den Estaniern Angst. Die sind in Schwierigkeiten. Du musst was unternehmen. Langsam, Pex. Ich dachte, deine Aufgabe besteht darin, Menschen aufzuspüren. Ja, ich werde mich auch um die Flem kümmern. Aber jetzt pass mal auf. Weißt du, was Polyploidie ist? Irgendwas mit mehreren Chromosomen, aber was hat das mit den Flem zu tun? Ich glaube, wir sind hier über eine einzigartige Entdeckung gestolpert. Wiederkehrende Tetraploide bei höheren Lebewesen. Eine Mutation. Hier auf Estar gibt es sie überall und oft in einer domestizierten Form. Das große kuhähnliche Tier, das sie melken, hat doppelt so viele Chromosomen wie die kleine wilde Kuh. Genauso beim wolletragenden Tier und dem wilden Schaf. Der meistverbreitete Nager hat 22 Chromosomen. Aber ich habe auch eine Riesenratte gefangen mit 45 Chromosomen. Ist dir klar, was das bedeutet? Dass die estanischen Riesenbabys tetraploide Flem sind? Das ist so, als hätte die Natur die Bühne für einen Genozid aufgebaut, Pex. Die beiden Formen konkurrieren miteinander. Die Flem sind schwach, kurzlebig und anfällig und müssen sich gegen Lebewesen behaupten, die sie in jeder Hinsicht übertreffen. Unter diesen Umständen muss man es den Estaniern eigentlich hoch anrechnen, dass die kleine Art so lange überdauert hat. Man könnte den Flem doch eigenes Land geben. Vorausgesetzt, es ist keine wiederkehrende Mutation. Dann würde sich die Situation andauernd wiederholen. Und ich habe den Eindruck, dass es sich genauso verhält. Warum hat jede Spezies einen tetraploiden Gegenpart? Wenn die Mutation vor langer Zeit erfolgt wäre, hätten sie sich im Verlauf ihrer Evolution immer weiter auseinanderentwickelt. Komm, lass uns reingehen. Als wir ins Haus gehen, sehe ich mir endlich den Zettel an, den mir das Flan-Mädchen zugesteckt hat. Doktor von den Sternen. Kommt zu uns. Kommt zu uns. Wir beten darum, dass ihr uns beim Sterben hilft. Dass ihr uns beim Sterben hilft. Ich schlafe schlecht. Beim Frühstück erscheint Ovancha mit einem muskulösen jungen Estanier. Dies ist Rishvit Gufafa. Er hat sich bereit erklärt, Rishvit Pex zu den Vulkanbergen zu begleiten. Oh, wunderbar. Nach Pex Aufbruch kann ich besser arbeiten. Und nach wenigen Tagen entdecke ich in einer Sammlung von Wasserpflanzen drei Präparate von Harkness, die mit FL. Gekennzeichnet sind. Ein stark verunreinigter Schnitt mit dem Etikett Vaskuläres Mark enthält, was ich zu finden hoffte. Ah, Sie arbeiten ja wie in Trance. Das ist nichts Ungewöhnliches bei uns, Rishvit Ovancha. Was Sie da wohl sehen? Ich sehe etwas auf Ihrem wundervollen Planeten, das von großem wissenschaftlichen Interesse ist. Es gibt da möglicherweise eine genetische Differenz zwischen Ihnen und anderen. Der Unterschied liegt doch offen zutage, Rishvit Ian. Da muss man gar nicht weitersuchen. In unserer Wissenschaft interessieren wir uns nicht für solche Dinge.
Am nächsten Tag macht sich das Luftschiff der Universität auf den Weg, um Pax und Gofafa einzusammeln. Aber sie sind nicht da. Sie waren nicht am Treffpunkt. Da sie genug Vorräte dabei haben, ist keiner besorgt. Es wird beschlossen, es in 3 Tagen erneut zu versuchen. Seltsam. Aber wir werden die 2 schon noch einsammeln. Aber auch dieses Mal tauchen sie nicht auf. Wir haben sie wieder nicht gefunden. Genauso wenig wie beim 3. Mal. Dann teilt man mir mit, dass ich im Büro des Ratspräsidenten erwartet werde. Reshvit Ian, Ihr Kollege Pax ist ein Verbrecher. Er hat einen Mord begangen. Was? Aber Pax ist... Reshvit Gofafa ist tot. Sein Leichnam wurde vergraben, ganz offensichtlich, um das Verbrechen zu vertuschen. Er wurde erwürgt. Ihr Kollege Pax ist auf der Flucht. Aber warum sollte Pax so etwas tun? Er bewundert ihr Volk. Der Mörder war groß und kräftig. Ihr Freund ist groß und kräftig und leicht erregbar und unbeherrscht. Nein! Er geriet in Streit mit Reshvit Gofafa und brachte ihn um. Ich hoffe, Sie werden den Erklärungen von Reshvit Pax zu dem bedauerlichen Tod von Gofafa Gehör schenken, wenn er zurückkommt. Er wird nicht zurückkehren. Er ist in ein Flennlager geflohen und versteckt sich dort. Bleiben Sie bitte in Ihrem Quartier, bis der Transport veranlasst ist. Reshvit Ian. Die nächsten Tage vergehen in einer qualvollen Mischung aus Langeweile und Sorge. In der 5. Nacht bekommt das große Tier, das ich die Beinahe-Katze nenne, Junge. Die Katze schleicht sich davon, während ich auf den wimmelnden Haufen starre. Mit einer Hand schnappe ich mir ein paar und eile in mein Labor. Der Morgen dämmert bereits, als das Mikroskop den letzten Zweifel beseitigt. Draußen kriecht ein junger Putzmann mit einer Kiste herum. Es ist nicht leicht, die Kätzchen sind schnell, aber er kriegt sie alle. Er trägt die Kiste zum hinteren Tor und übergibt sie der Wache. Reshvit Ian. Guten Morgen, Reshvit Ovancha. Warum? Wir haben Sie als Freunde willkommen geheißen? Auch wir wollen Ihre Freunde sein. Warum beschäftigen Sie sich dann mit derart abscheulichen Dingen? Ich bin Wissenschaftler. Für uns ist Leben, gleich welcher Art, weder gut noch schlecht. Wir untersuchen alles, was lebt. Jede Lebensform. Jede Lebensform. Ovancha! Leben! Bleiben Sie doch! Als Ovancha die Treppe runterläuft, klettere ich aus dem Fenster und krieche über das Küchendach zur Mauer, aus deren Krone Scherben ragen. Beim Auftreffen auf dem Boden verstauche ich mir den Knöchel. Glassplitter stecken in meiner Wange und in meinem Arm. Ein Rollo-Van rauscht heran. Der Fahrer steigt aus, klingelt an einem Tor. Ich öffne die Heckklappe und krabble zwischen ein paar Lattenkisten. Eine weitere Kiste wird eingeladen. Wir fahren los. Wenn mein Glück anhält. Wenn der Fahrer nicht alle Kisten auslädt. Wenn ich das Gift aushalte, das offenbar in meinen Wunden ist. Wenn... Als ich beinahe jede Hoffnung aufgegeben habe, halten wir an. Der Fahrer geht um den Rollo-Van herum, um ihn zu öffnen. Ich roll mich nach vorn in den Fußraum. Die Heckklappe wird zugeschlagen. Der Fahrer kommt zurück. Ich lasse mich aus der Kabine fallen. Beim Auftreffen auf dem Boden wird mir schwarz vor Augen. Mein erster klarer Moment präsentiert sich in Form einer endlosen, schwankenden Grasebene. Vor mir ein Reiter in einer gelben Kutte. Jetzt kommen Freunde. Ich muss mich verabschieden, Doktor von den Sternen. Du warst das Mädchen. Danke. Danke für alles.
Pex! Ihr müsst uns helfen! Ja, machen wir! Ihr Mann! Wo sind wir? Du kommst mit in die Berge! Zum Lager! Was ist mit Gofava passiert? Wir sind auf eine Gruppe von Flemmfrauen gestoßen. Er wollte sie erschießen, ist ausgeflippt. Er musste ihm sein Gewehr wegnehmen. Hat rumgeschrien, gekotzt, ekelhaft. Und deshalb hast du ihn erwürgt? Ich hab nur ein bisschen zugedrückt. Als ich weg bin, ist er noch rumgekrochen. Er ist tot. Der estanische Senat hat dich zum Mörder gestempelt. Die Estanier lassen die Flemmen keine Nutzpflanzen anbauen. Wenn sie doch was anbauen, dann kommen sie mit einem dieser Luftschiffe und versprühen Gift. Außerdem glaube ich, dass die Estanier diese Krankheit verbreiten. Die wollen sie alle umbringen, Ian. Wie du gesagt hast, es ist ein Genozid. Ach, Pex, es ist nicht so, wie du... Was soll das? Was? Geh in Deckung, Ian. Da, ins Gebüsch. Warum runter, Ian? Ein Luftschiff. Es stößt merkwürdigen schwarzen Rauch aus. Das Gas verursacht mir leichten Schwindel. Was ist das für ein Zeug? Die Flemmen sind bewusstlos. Der Pilot klettert mühsam heraus. Pex stürzt sich auf den Estanier. Was haben Sie hier zu suchen? Hilf mir! Komm! Als die Flemmen sich wieder regen, haben wir den Piloten fest verschnürt. Pex umreißt seinen Plan. Er hat einen Sender zusammengebaut, der es schaffen müsste, Kontakt zu McDora aufzunehmen. Kommst du darauf, dass McDora uns retten wird? Ich will, dass den Flemmen Gerechtigkeit widerfährt. Ich will, dass die Estanier des Genozids angeklagt werden. Die Flemmen sind menschliche Wesen, Ian. Wir müssen zur Höhle. Im Lager der Flemmen sind nur Männer. Der Pilot ist immer noch gefesselt. Einen dickeren Estanier habe ich noch nicht gesehen. Hier. Ich gebe ihm Wasser, dass er gleich wieder erbricht. Vorsicht, nicht so Vorsicht. Ein alter Mann gesellt sich zu mir. Seid ihr ein Heiler? Ja. Könnt ihr uns helfen? Ich weiß nicht. Was ist mit der Krankheit? Wie geht das vor sich? Mit Musik. Könnt ihr nicht euer Gehör verschließen? Nicht genug. Ich habe es dreimal überlebt. Aber bald werde ich sterben. Und wo sind die Frauen? Im Norden. Einen halben Nachtritt entfernt. Ihr lebt lange. Wie die anderen, die Estanier. Und doch seid ihr wie wir, nicht wie sie. So ist es in allen uns bekannten Welten. Nur hier ist es anders. Es ist bitter, mein Freund von den Sternen. Bitter. Ich habe den Kontakt hergestellt. McDora ist in unserem System. Sie haben meinen Notruf mit dem Appell an die Föderation bekommen. Das mit dem Genozid auch? Ja! Ich habe um Evakuierung und Asyl für die Flemmen gebeten. Hast du das mit den Flemmen abgesprochen? Warum? Das ist doch klar. Das ist alles mein Fehler, Pex. Hör zu, hast du jemals von der Pflanzenabteilung der Bryophyten gehört? Nee, was? Hauptsächlich Moose oder Muski. Ich bin Geologe, ihr. Die Estanier begehen kein Genozid, Pex. Es ist Elternmord, Kindesmord. Vielleicht sogar Selbstmord. Hinter uns plötzlich Bewegung. Flania! Ein blass-goldener Schemen materialisiert sich vor mir. Flania! Pex, wir müssen ihn... Flania, das ist... Wir müssen ihnen helfen, Pex. Jetzt! Was ist los? Sie haben die Frauen gefangen. Was können wir tun? Uns bleibt nur die Flucht. Okay. Sie werden die Frauen mit der Musik vor sich hertreiben. Gegen die Musik können wir nichts ausrichten. Die jungen Männer müssen weg. Wir Alten werden warten. Dann können wir unsere Frauen noch einmal sehen. Bevor sie uns umbringen. Aber das da draußen sind maximal 30 Estanier. Ich bin sicher, dass wir sie überwältigen können. Ich habe 8 ziemlich gute Scharfschützen. Pex, was hier passiert, ist nichts, was sich mit Waffen bekämpfen lässt. Der estanische Pilot, ist er krank? Nein, es ist soweit. Wieso zerreißt du seine Hose?
Schau dir das an! Auf beiden Seiten seines geschwollenen Leibes läuft eine flammend rote Narbe vom Schambein bis zum Beckenkamm. Die Flan holen große, mit Seide gefütterte Körbe. Er ist eine Frau? Nein! Er ist ein Sporozoon. Und zwar eine ungeschlechtliche Form, die sich durch Knospung fortpflanzt. Ich vermute, dass die meisten Estania keine Ahnung von ihrer wahren Natur haben. Ruhig! Es ist alles gut! Der Kerl hier glaubt wahrscheinlich, dass er stirbt. Die Narben in den Leisten des Estanias schwellen pulsierend an, brechen auf wie gigantische Erbsenschuppen. Oh, es geht los. Und Massen von zappenden Fleischhäufchen kullern aus ihm heraus. Ich hab einen Kopf. Flanja eilt mit einem Korb herbei. Das ist ein Flan-Baby. Ein Junge. Ich zeige Pex ein weiteres, noch kleineres Wesen. Bringt sie in Sicherheit. Weiblich, hier. Mit einem ersten Lächelreflex. Und einem verkümmerten Bein. Auch andere haben Defekte oder liegen reglos da. Die Flan laufen mit den Körben zu den Reittieren und verschwinden. Wir haben es mit einem Generationswechsel zu tun. Wobei sowohl geschlechtliche als auch ungeschlechtliche Generationen vollständig entwickelt sind. Moment, willst du damit sagen, dass die Estania die Kinder der Flan sind? Und umgekehrt? Aber wir sind doch auch estanischen Familien begegnet. Nein! Die Flan-Nachkommen der Estania werden zusammen mit neugeborenen Haploiden, Hunden, Katzen und allem anderen heimlich ins Flan-Dorf geschafft. Und die Nachkommen der Flan werden zu Estanien gebracht, die sie aufziehen. Pseudo-Familie. Los, wir müssen es verstehen. Es ist komplett verrückt. Verdammt, sie kommen. Die Alten schleppen sich blindstarrend zum Höhleneingang. Flanja! Aus dem Augenwinkel nehme ich Seide. Bleib hier! Lass mich, Pex! Hör doch! Sie rufen! Ich muss gehen! Ich muss zu ihnen! Halt sie fest, Pat! Bleib hier, Flanja! Beruhig dich! Lass mich! Schau mich an! Lass mich! Bring sie zurück! Und fessle sie! Hörst du? Du musst sie fesseln, wenn du willst, dass sie am Leben bleibt! Die Frauen taumeln wie ein Blumenmeer in die Höhle. Sie erreichen die Lagerfeuer, suchen zwischen den Felsen, ziehen die Kleider der Männer hervor. Pressen sie an sich. Meine Jungs, die Scharfschützen. Sie halten nicht länger durch. Nein, nein, nicht, nicht. Die jungen Flan werfen ihre Waffen auf die Felsen. Dann machen sie einen Satz zu den Frauen hinunter und drehen sich mit ihnen auf den Wogen der schrecklichen Musik. Sie kommen! Ah, runter! Sie dürfen uns hier nicht sehen! Drei dunkle Kolosse. Stopp! Das reicht! Die Estania. Um ihr Werk zu begutachten. Überall in der Höhle liegen zusammengebrochene Frauen. Die Estania steuern auf die jungen männlichen Flan inmitten der Frauenleiber zu. Der Anblick dieser schönen Nackten hat eine fürchterliche Wirkung auf die Estania. Wo sind die Männer? Wo sind sie? Sag schon! Ich weiß nicht! Nein! Wo sind sie? Lass mich los! Die arme Junge. Sie haben euch nichts getan. Diese Verbrecher. Nein, bitte lassen Sie. Wir müssen was unternehmen. Nur Junge. Wo sind die Männer? So weiter hinten in der Höhle. Versteck dich und Flanja. Komm mit in die Seidentücher. Okay. So, Kopf runter. Ich kann einen knabenhaften Flan sehen. Beobachte den schwachen Puls in den Augenlidern des Jungen. Dann sehe ich, wie er sich im Schlaf verwandelt. Seine Haut, sein Haar verlieren an Glanz. Vor meinen Augen verblasst die junge Haut, verwelkt. Das also ist die Waffe der Estania. Sie zwingen die Flan dazu, sich immer früher zu paaren und damit zu sterben. Ich schaudere, sehe, wie die Schläfen des Jungen einsinken und blau werden. Er wird als alter Mann erwachen. Zurück! Raus da! Wir haben sie gefunden! Sie sind in einer anderen Höhle! Sie haben die Männer entdeckt. Treibt die Frauen zusammen! Überall erheben sich erschöpfte, wunderschöne Frauen und taumeln aus der Höhle. Ein wogender Strom leuchtender Farben. Ich folge ihnen. Nein! Es gibt keine Deckung!
Und das Luftschiff da draußen wird dich sofort erwischen. Aber wir müssen etwas unternehmen. Das tun wir. Wir warten auf Captain McDora. Bleib bei mir, Pax. Flanja kauert sich wie eine kleine Seidentaube zusammen und legt ihre Hand auf seinen Arm. Einer ihrer Finger ist deformiert. Natürlich führt gerade die Existenz der haploiden Flan-Generation dazu, dass die diploiden Estanier so gesund sind. Jedes Mal, wenn die estanischen Chromosomenpaare zerbrechen, um einen Flan hervorzubringen, tritt jeder rezessive Gendefekt zutage. Die toten Kätzchen und Neugeborenen wirken wie Filter, die die defekten Gene zwischen jeder estanischen Generation aussieben. Ein grausamer und perfekter Mechanismus. Die Rettungsfähre bringt die Luft zum Beben. McDora und Duncan springen mit gezogenen Waffen heraus. Hey, wo sind die Bösen? Verdammt, wo sind die denn jetzt? Da, sie haben die Frauen gefangen und treiben sie in den Tod. Wir haben beim Anflug etwas gesehen, das sie sein könnten. Das gelbe Ding dort drüben ist ein bewaffnetes Luftschiff. Es versprüht Gas, das aber nur eine geringe Wirkung hat. Ihr müsst ihr Soundsystem finden und zerstören. Damit kontrollieren sie die Flan-Frauen. Beeilt euch! Los! Schnell! Sonst ist es zu spät! Ja, dann nichts wie los! Unser Sperrfeuer bricht im selben Moment los, in dem die erste Woge von Frauen auf die willenlos aus der Höhle taumelnden Männer zurast und sich mit ihnen vereint. Als das wahnsinnige estanische Tosen endlich verstummt, packe ich Pax am Arm. Sie sind gerettet. Ja. Danke, Doktor von den Sternen. Flanja, da bist du endlich wieder. Wir entdecken Duncan, wie er neben dem Luftschiff die Estania einen nach dem anderen systematisch fesselt. McDora errichtet ein Lazarett für die Flan. Das sind Kinder, Jungen und Mädchen. Nach einer Weile trage ich meinen Schlafsack auf ein Plateau, wo sich die rosafarbenen Monde erheben. Pax klettert mir nach. Und? Was ist jetzt? Naja, es gibt etwas, das wird unersetzbarer Kernbestand der Humanwissenschaften genannt. UKHW. In den Regularien heißt es, dass jeder Zertifizierungsoffizier eine Spezies zum UKHW erklären kann. Dadurch wird sie automatisch unter den Schutz der Föderation gestellt. Ich habe die Flan zum UKHW erklärt. Das ist ja großartig. Die Behörde wird ein Hilfsteam schicken. Aber ich werde alle Hände voll damit zu tun haben, dass die Flan nicht zwischen die Fronten geraten. Was meinst du damit? Zwischen den beiden Formen hat es sicherlich immer schon Spannungen gegeben. Wahrscheinlich ist Harkness für die Zuspitzung der Situation verantwortlich. Die Estanier kamen auf die Idee, den Flan-Zyklus für einen Defekt zu halten, wegen dem sie nicht den Status als Menschen erhielten. Jedenfalls leben sie gerade eine voll ausgeprägte Sozialpsychose aus. Und? Zeit, schlafen zu gehen, Pax. Ja, Zeit, schlafen zu gehen. Dein haploides Herz. Von James Tiptree Jr. Aus dem Amerikanischen von Andrea Stumpf. Hans-Jörg Krumpholz als Ian. Andrej Kaczmarczyk als Pax. Martin Bross als Ovancha. Janet Voss als Flanja. Außerdem Thomas Anzenhofer, Volker Lippmann, Walter Gontermann, Sigrid Burgholder und viele andere. Technische Realisation Rike Wiebelitz, Jeanette Wirz-Fabian und Dirk Hülsenbusch. Regieassistenz Juli Grotgar. Bearbeitung und Regie Martin Heindl. Dramaturgie Jan Buck.
Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021.